Sagaland. Sagaland ist ein wahrer Spieleklassiker für Kinder und Familien. Bereits 1982 wurde es zum Spiel des Jahres gekürt. Und auch mehr als 30 Jahre später hat es gerade für Kinder nichts von seinem Reiz verloren. Das märchenhafte Thema und das schön gestaltete Spielmaterial sorgen dabei für stimmungsvolle Spielrunden. Worum geht es im Spiel? Der König hat von geheimnisvollen Dingen gehört, die sich in seinem Wald verbergen sollen. Das macht ihn so neugierig, dass er seine Untertanen und Spieler losschickt, diese Dinge zu suchen. Dem Spieler, dem es als erstes gelingt, drei dieser Dinge zu finden und sie in sein Schloss zu bringen, dem winkt der Spielsieg. Aber das ist nicht ganz einfach, denn diese Dinge sind gut im Wald unter den Bäumen versteckt. Um diese zu finden, würfeln die 2 bis 6 Spieler und versuchen, auf einem Feld neben einem Baum zu landen. Gelingt dies, darf man darunter schauen und findet mit Glück die richtige Antwort auf die ausliegende Fragenkarte. Von diesen Fragenkarten gibt es übrigens 13 Stück mit unterschiedlichen schön gestalteten Märchenmotiven. Hat man die Antwort gefunden, heißt es so schnell wie möglich Richtung Schloss laufen, bevor ein Mitspieler dort ist und die Frage beantwortet. Doch Vorsicht, unterwegs kann man auch geschlagen werden und muss seinen Weg vom Start aus erneut beginnen. Sagaland ist ein Laufspiel, ein Merkspiel und ein bisschen auch ein Ärgerspiel. Und diese Kombination funktioniert wunderbar. Für mich ist Sagaland zu Recht ein Spieleklassiker und das für Jung und Alt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.